So, guten Abend und herzlich willkommen beim heutigen Webinar mit Herrn Dr. Gregor Bauer. Es wird heute um das Thema Live-Analyse Europa und USA gehen und um effiziente Handelsstrategien für der Charttechnik. Bevor wir allerdings mit dem eigentlichen Haupt starten, darf ich Sie noch ganz kurz in das Thema noch ein paar Worte zu uns als IG Bank sagen. Zunächst starten wir allerdings mit dem Haftungsausschluss. Viele von Ihnen kennen den sicher. CFDs sind Finanzprodukte mit Hebelwirkung. Der Handel mit CFDs birgt ein hohes Risiko und kann nicht für jeden Anleger geeignet sein. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle damit verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich gegebenenfalls von unabhängiger Seite beraten. Der Handel mit CFDs kann nicht nur zum Totalverlust Ihres eingesetzten Kapitals führen, sondern auch darüber hinausgehende Verluste nach sich ziehen. Dieses Webinar stellt keine individuelle Anlageberatung dar. Zu uns als IG Bank, ein Global Player mit starker Präsenz in der Schweiz. Wir als IG Bank gehören natürlich auch zur IG Gruppe. Uns gibt es schon seit über 45 Jahren und haben somit auch das notwendige Trading-Know-how, notwendige Trading-Erfahrung, um Sie bei Ihrem Trading zu unterstützen. Sie finden uns weltweit in 14 Ländern, sind also global vertreten. So ist es auch mit unserem Kundendienst. Das heißt, wenn Sie uns hier in der Schweiz nicht mehr erreichen, dann werden die Kollegen in Australien beispielsweise gern für uns einspringen beim Kundendienst. Weltweit vertrauen uns schon über 195.000 Kunden und zu uns als IG Bank hier in der Schweiz. Das hebt uns so ein bisschen von der Gruppe ab. Wir sind die einzigen mit Bankenlizenz. Wir sind von der FINMA reguliert und von der FINMA beaufsichtigt auch. Uns gibt es in der Schweiz seit 2014, jetzt seit 2018 gibt es uns auch in Zürich. Unser Hauptsitz ist allerdings in Genf. So haben wir auch vor 5 Jahren gestartet oder dort haben wir gestartet. Zu uns als IG Bank. Wir wollen Ihr Trading-Partner sein, wollen Ihnen mit allem wollen Ihnen zur Verfügung stehen, zur Hilfe stehen, zur Seite stehen als Ihr Trading-Partner. Und das nicht nur mit professionellen Handelsplattformen, also unserer neuen Plattform oder auch MT4 oder ProRealTime, wie wir später sehen werden. Wir bieten Ihnen über 16.000 handelbare Märkte an, erweitern diese auch laufend für Sie. Wir sind weltweit der größte Anbieter von CFDs. Uns ist aber, wie gesagt, nicht nur wichtig, Ihnen einen guten mehrsprachigen Service anzubieten oder die Vorzüge, die Sie durch eine Schweizer Bank genießen, wie zum Beispiel die Einlagensicherung über EasySwiss, sondern wir wollen Ihnen auch Weiterbildungsmöglichkeiten geben, wie auch dieses Webinar heute. Dazu haben wir eine Bildungsplattform kreiert, die IG Academy. Dort finden Sie Webinare, Seminare, also Themen, die aufkommen, wo Sie sich anmelden können. Sie können dort allerdings auch kleine Online-Lehrgänge selbst durchführen, in Ihrem eigenen Tempo durchgehen. Das steht Ihnen dort alles zur Verfügung. Wenn Sie noch kein Demokonto haben, melden Sie sich doch gerne für eins an, dann steht Ihnen auch diese IG Academy kostenfrei zur Verfügung. Ich darf nun allerdings auch gleich das Wort weitergeben an den Herrn Dr. Bauer. Er wird uns durch den heutigen Abend führen. Er ist nicht nur Portfolio Manager, sondern zum Beispiel auch Vorstandsvorsitzender der Vereinigung Technischer Analysten in Deutschland und wird nun gerne übernehmen. Ich wünsche uns einen spannenden Abend. Ja, herzlich willkommen, liebe Teilnehmer, auch von meiner Seite. Mein Name ist Gregor Bauer und ich freue mich, dass wir die nächsten Stunde zusammen uns die Märkte anschauen können. Wir haben einiges vor. Ich habe so ein paar Märkte vorbereitet. Wir werden nacheinander Aktien anschauen, Rohstoffe anschauen, Währungen anschauen und jeweils zusammen so Trading-Strategien auf charttechnischer Basis entwickeln, so dass wir in den nächsten Tagen diese alle umsetzen können. Sie dürfen sich also gerne Notizen machen. Noch ein Hinweis: gerne antworte ich auf Fragen. Verwenden Sie dazu die Fragefunktion, die Sie sehen.
Und schreiben Sie die Fragen rein, wenn Sie Fragen zu den Charts haben oder zu den einzelnen Erläuterungen. Gut, ich hoffe, Sie können mich gut verstehen und dann gehen wir jetzt direkt in den ersten Markt. Den ersten Markt, den Sie hier sehen, das ist mal der deutsche DAX. Gut, ist jetzt nicht überraschend. Der hat gerade geschlossen. Wir fangen an mit den Aktienmärkten, gucken uns Deutschland an. Wir gucken uns den Schweizer SMI an. Und dann gehen wir in die USA, gucken uns hier den S&P 500 an und dann weiter zu anderen Märkten. Ich möchte kurz erstmal darauf eingehen, was Sie überhaupt hier sehen. Für diejenigen von Ihnen, die noch nicht so mit der Charttechnik vertraut sind. Sie sehen hier viele Linien, ist alles vielleicht ein bisschen komplizierter anzuschauen, als es eigentlich ist. Was zeige ich Ihnen hier? Ich erkläre das kurz, weil alle Charts, die wir danach durchgehen werden, für die verschiedenen Märkte, sind genauso aufgebaut. Wir haben also alle dieselben Indikatoren, sodass wir uns dann leicht zurechtfinden. Zunächst mal, was Sie hier sehen, in diesem Chart sind sogenannte Kerzen. Ganz einfach, das ist ein Tageschart und alles, was hier rot ist, bedeutet einen fallenden Tag. Und alles, was grün ist, dieser Tag ist von Eröffnung morgens bis zum Schlusskurs abends gestiegen. Ich mache es mal größer, um noch was zu zeigen. So, was Sie hier noch sehen, diese unteren Schatten, oberen Schatten bedeutet der Tiefkurs hier unten und der Hochkurs einer Periode. Tief und hoch jeweils. Was Sie noch sehen, sind diese drei Linien hier. Diese zwei lilanen und die grüne hier in der Mitte. Das sind sogenannte Volatilitätsbänder, Bollinger Bänder. Also wer das schon mal von gehört hat, wer hier Ahnung von Chart hat, darf das gerne reinschreiben. Bollinger Bänder zeigen die Volatilität. Das heißt, wenn ein Markt stark steigt, wie hier, oder stark fällt, wie hier, dann erhöht sich ja die Volatilität. Und wenn der Markt sich beruhigt, dann ziehen sich die Bänder zusammen, so wie wir es hier jetzt sehen, wo mein Cursor ist. Das gibt uns eben noch ein paar Handelsstrategien, auf die ich dann eingehen werde. Diese Linie hier in der Mitte, das ist der 20-Tage gleitende Durchschnitt, um den diese Volatilitätsbänder gelegt sind. Das bedeutet, ich habe hier einfach 20-Tage-Durchschnitt genommen, gemäß den Ideen von John Bollinger, dem Entwickler dieser Bänder. Und darum sind diese Volatilitätsbänder im Abstand von 2 Sigma gelegt. Für die Experten da eben, die wissen, was ich meine. Wenn Sie da nicht so firm sind, das spielt jetzt keine genaue Rolle. Wichtig ist, diese 20-Tage-Linie hier, die zeigt uns eben an, wo der Durchschnitt der letzten 20 Tage ist. Und wenn wir jetzt auf den aktuellen Kurs gucken, sehen wir, wo das Verhältnis des aktuellen Kurses zu den letzten 20 Tagen ist. Wir sehen also, ist der Markt gestiegen oder liegt er unterhalb des gleitenden Durchschnitts oder drauf. Das bedeutet eben, sozusagen wie hier, der fuddelt so um die 20 Tage rum. Diese Linie hier, die länger glättende Linie, das ist der 200-Tage-Durchschnitt. Den halte ich zunächst mal für alle die von Ihnen, die jetzt nicht gerade Intraday handeln, für doch bedeutend. Warum? Weil das ist der Durchschnitt hier der letzten 200 Tage. Und das bedeutet, wir sehen genau, ob der Kurs aktuell, so wie hier, auf die 200-Tage-Linie zuläuft oder von der 200-Tage-Linie weg, wie hier nach unten explodiert ist, und haben so eine Orientierung im Raum. Wenn Sie also nach Charts schauen und selbst mit Charts arbeiten, wie hier mit der Software Pro Realtime, die Sie ja über IG auch bekommen, wenn Sie da handeln, dann sehen Sie genau das Bild, was ich jetzt hier zeige.
wenn Sie das einstellen wollen, noch so als Tipp, Sie sehen, manchmal ist die Linie grün, manchmal rot. Die können Sie so einstellen, das ist vielleicht ganz interessant. In dem Moment, wo nämlich die Linie anfängt, die 20-Tage-Linie zu steigen zum Beispiel, wechselt die von rot auf grün. Das gibt einem so einen Eindruck, wann ein Impuls nach oben oder wann er nach unten anfängt. Ja, daher der Wechsel, auch hier die 200-Tage-Linie, von rot auf grün. Wenn wir handeln nach der Charttechnik, dann ist ein Tipp von mir, legen Sie nicht zu viele Indikatoren, ich nehme mal hierher, so, fangen wir mal an, nicht zu viele Indikatoren in den Markt. Was wollen wir sehen? Für mich ist immer wichtig zu sehen, wo ist die Trend, wo geht der Trend hin, wo bricht ein Trend, wo wechselt der Trend und welche Wellenbewegungen macht der Markt. Und deshalb lege ich mir nie mehr als 2 Indikatoren in den Chart. Ich zeige Ihnen gleich, das sind ganz einfache Indikatoren, Standardindikatoren. Und zwar für den Trend folgenden MACD. Ich gehe jetzt nicht auf die Mathematik ein, wie er berechnet wird. Dazu kann ich nur in der Kürze der Zeit an die Literatur verweisen. Aber hier sehen Sie den Indikator MACD. Und den finden Sie natürlich auch, hier ist er nochmal im Fenster erklärt. Können Sie auch hier nachlesen, wie Sie sehen. Der Indikator zeigt den Trendverlauf an. Ganz einfach gesprochen, wenn Sie das schöne Bildchen hier betrachten, das schön rot und grüne, immer dann, wenn wir hier in den grünen Bereich kommen, ist das ein Hinweis auf einen beginnenden, steigenden Trend. Solange es grün ist, steigt der Trend. Alles, was rot ist hier, denn sie fängt hier oben schon an, da zeigt der Indikator, der Trend fällt. Und die Farbwechsel sehen Sie von rot, grün, rot, grün. Also den Wechsel in Aufwärtsbewegung, Abwärtsbewegung und wieder Aufwärtsbewegung. Wie Sie das genau einstellen, das ist ganz einfach. Ich zeige es noch einmal exemplarisch. Sehen Sie hier auf den Schraubenschlüssel. Und wenn Sie sich mit dem Indikator beschäftigt haben oder nachlesen wollen, sehen Sie dann hier die Einstellungen. Der wird aus gleitenden Durchschnitten berechnet. Und dann können Sie das so schön bunt machen, wie ich es hier gezeigt habe, mit wenigen Mausklicks. Kurze Einarbeitung. Wie gesagt, dafür ist in der Kürze der Zeit jetzt keine Zeit, der MACD als Trendfolge. Hier unten ist ein zugehöriger Oszillator. Ist die Frage, was bringt der? Nun, ein Oszillator, hier habe ich beispielsweise die Stochastik eingefügt. Jene hier, sehen Sie links da, wo der Cursor Stochastik. Die soll, wie der Name sagt, die Wellenbewegungen beschreiben, die ein Markt macht. Das heißt also, wenn ein Markt steigt, runterkommt, steigt, runter, oder wie hier, fällt, kurz ansteigt, fällt, ansteigt und so weiter, dann beschreibt dieser Indikator die Wellenbewegung entsprechend und gibt Signale dahingehend, dass wenn er von unten über die 20er Marke steigt, Kaufsignal gibt und wenn er über die 80er Marke steigt und dann wieder unter die 80er fällt, Verkaufzeichen gibt. Auf Details komme ich dann noch zu sprechen, wenn wir die einzelnen Märkte durchgehen. Zusammengefasst, was wir hier sehen, ist ein Chartbild, das basiert auf den Kerzencharts, die uns den genauen Verlauf eines Tages angeben, auf gleitenden Durchschnitten, die uns das Verhältnis angeben, wo ist der aktuelle Kurs im Verhältnis zu seinen Mitteln, sind wir also weit überkauft oder überverkauft, einem Trendfolger, der uns zeigt, sind wir in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend, und einem Oszillator, der uns die Wellenbewegungen innerhalb eines Trends nachvollzieht. Und jetzt gucken wir uns an, wo ist denn der DAX? Der DAX
Fangen wir mal mit Deutschland an. Bewegt sich, wie Sie wissen, seit, sehen Sie hier, August auf der Basis um 11.400 Punkte nach oben. Wir haben hier eine ganz, ganz stabile Unterstützung gebildet. Die zeige ich Ihnen nochmal, zeige ich Ihnen nochmal hier ein. Das war das Tief der letzten Bewegung von diesem Hoch im Juli. Das ist eine Unterstützung. Das bedeutet immer wieder, wenn der Kurs auf den Bereich um 11.400 geprallt ist, haben wir Kaufdruck gesehen im Markt. Hier einmal, hier zweimal, hier dreimal und dann ist er nach oben weggegangen. Noch wichtig ist, und das werden wir gleich wiedersehen, das Muster. Schauen Sie hier oben. Das war extrem wichtig. Was ist nämlich passiert? Das ist noch nicht lange her. Wir reden hier von August. Wir sind gerade erst Mitte September. Ja? Im August diese Seitwärts, diese massive Bodenbildung hier, ist dann nach oben ausgebrochen. Hier am 30. August. Ja? Sehen Sie unten noch? Ich glaube, Sie können es gut sehen. Ja, unten steht dann immer in Gelb der Tag, an dem der Wert ausgebrochen ist, hier der DAX. Ein markantes Kaufsignal. Der DAX lief dann einige Tage seitwärts. Hat hier nochmal eine kleinere Unterstützung, Widerstand gebildet. Zeige ich Ihnen hier. Na, Maus ist richtig. Maus ist richtig treffen, dann geht's auch so. Und ist dann nach oben weggegangen. Jetzt werden Sie fragen, interessiert uns das heute? Interessiert uns garantiert sehr. Denn wie würden wir denn jetzt im Tageschart, also jetzt nicht gerade die Intraday da unter Ihnen, da komme ich noch drauf, aber wenn man jetzt im Tageschart handelt und sagt, wann kann man einsteigen? Und darum geht es ja in dem Seminar. Wir wollen ja wissen, wo könnten wir einsteigen? Was muss der DAX tun, dass wir ihn kaufen? Oder was muss der DAX tun, dass wir ihn shorten? Also ein CFD, was auch immer, verkaufen. Und wenn Sie jetzt mal sehen, was wir hier im Groß hatten und genau hinschauen, dann sehen wir, dass wir genau die Situation jetzt im Mini-Ausgabe gerade wieder haben. Nämlich eine Seitwärtsbewegung. Und wenn Sie mal gucken, ich mache das jetzt mal groß. Ja, das haben wir so gesehen. Ich mache es jetzt so groß, wie es geht, dass wir alle möglichst gut sehen können, was ich meine. Der DAX ist immer wieder, wenn Sie mal gucken, genau in dem Bereich hier um 12.310 Punkte zurückgekommen. Hier, hier, hier. Und wenn man es noch genauer macht, so mein Tipp, wenn Sie selbst Charts zeichnen, ich mache es immer so, dass ich mir Bereiche zeichne, in denen ein Markt, also hier der DAX, aber es kann auch jeder andere Markt sein, umkehrt. Das ist natürlich jetzt hier sehr eng. Was will ich damit sagen? Schauen Sie, der DAX geht hoch, kommt zurück, dreht in dem Bereich, wo Sie die beiden Linien sehen jetzt wieder. Hier stößt er an, hier stößt er runter, dreht hier. Hier, wo die rote Kerze ist, dreht er wieder. Und hier, das ist heute, ja, das ist live, der tickt also heute hier wieder etwas nach oben grün, ist er wieder aus dem Bereich nach oben gegangen. Der Bereich um 12.100 bis 12.400 Punkte, sollten Sie sich unbedingt merken, ist extrem wichtig. Kommen wir gleich zum ersten Trade-Signal. Wenn der DAX unter die 12.300 hier, sorry, nicht 100, ich habe glaube ich 100 gesagt, ne, 12.300 Punkte hier, unter diesem Bereich fällt, 12.300 Punkte sehen Sie hier, dann ist das zunächst mal ein ganz massiv bärisches Zeichen. Denn wenn ein solcher Bereich, der öfter getestet wurde, nach unten durchbrochen wird, dann heißt das, dass die Investoren erstmal ihre Marktmeinung geändert haben. Hier haben sie jetzt alle gekauft in den letzten Tagen. Wenn hier aber niemand mehr kauft, dann sackt der Markt nach unten weg. Das sehen andere Trader und Investoren und die verkaufen dann auch. Das heißt, wenn wir die 12.300 nach unten durchbrechen, dann, denke ich, wird es erst einmal einen ordentlichen Schub nach unten geben. Und dann könnte man entsprechend
weiter vorgehen und eben den DAX verkaufen, shorten. Noch ein Hinweis. Ich mache es nochmal größer. So ein paar Tipps noch für die Charttechnik. Schauen Sie mal hier. Ich hatte eben diese Zone gezeichnet. Wie komme ich da drauf? Schauen Sie immer auch auf die sogenannten unteren Schatten. Untere Schatten sind diese hier. Sehen Sie hier, wenn der Markt oder hier bei dem roten Tageskerze, wenn der Markt nach unten geht, hier ist das Tief. Ja? Der Markt geht nach unten, kommt hoch. Hier der Markt, wo das kleine Schwarze ist, der Markt geht da unten, kommt hoch. Hier auch wieder nach unten und kommt hoch. Das sind sogenannte bullische Schatten. Der Markt erholt sich in diesem Tag von der Periode aus direkt vom Tief wieder. So fast schon intraday reverse. Der Markt fällt und steigt wieder ins Grüne. Ja? Hier fällt er stark, nicht ganz hoch ins Grüne, aber hat schon viel von den Tagesverlusten aufgeholt. Wenn Sie sowas sehen, ist das immer ein bullisches Zeichen, dass diese Unterstützung sehr massiv ist. Deshalb nochmal, wenn wir den hier drunter gehen und die 12,3, rechnen wir mit einem deutlich weiter fallenden Markt. Noch ist es aber nicht so weit, aber das wäre zunächst mal unsere erste Short-Gelegenheit. Wann würden wir den DAX kaufen? Nun, jetzt gucken wir nach oben. Was muss passieren? Und da würde ich, das ist natürlich jetzt alles sehr eng, das ist klar, weil wir eben nur ein paar Tage betrachten. Diesen Bereich mir anschauen, ich hatte es eben gesagt, 12.450 Punkte. Und da sind wir schon kurz dran gestoßen. Wegen mir bis 12.500 Punkte. Bis zu diesem Hoch. Und jetzt sehen Sie automatisch, was ich meine. Hier ist der Markt immer wieder zurückgekommen. Heute probieren wir es wieder. Gescheitert. Also deutscher Markt ist jetzt geschlossen. Da passiert heute nichts mehr. Gescheitert. Aber wir können davon ausgehen, wenn der DAX hier drüber gedrückt wird, über die 12.500, dann wäre das ein Long-Signal. Also haben wir jetzt zwei Signale, auf die wir achten können. Die 12.300 und die 12.500. In der Range wird sich bald was tun. Wann, kann ich Ihnen nicht sagen. Das kann auch ein paar Tage hier rumfuddeln. Aber irgendwann wird sich was tun und darauf warten wir. Ich weiß nicht, ob Sie die Funktionen von ProRealTime, der ProRealTime-Software kennen, die ich Ihnen hier gerade zeige. Deshalb möchte ich mal exemplarisch jetzt im ersten Chart Ihnen zeigen, wie man sich theoretisch platzieren könnte, indem man nämlich hier aus dem Chart tradet. Ja, also wir könnten sagen, wir stellen uns hier oben hin und lassen uns mitnehmen nach oben, wenn der DAX ausbricht, zum Beispiel 12.550 Punkte, sowas. Könnten Sie hier einen Stop-Buy reinstellen? Ja. Und werden jetzt, sobald die 12.550 Punkte, hier sehen Sie es nochmal, 12.563 sind es genau, erreicht wird, kaufen Sie in den Markt und zwar einen Kontrakt im 1-Euro-DAX. Also das bedeutet, Germany 30 Kassa, 1 Euro sehen Sie hier, jeder Punkt im DAX ist genau 1 Euro. Sie können dann hier, ich zeige es nochmal relativ schnell, Ihren Stopp sogar platzieren. Sie sehen, ich fuddel hier rum, Sie können jetzt, Sie sehen genau, wie viel Sie riskieren. Ja, hier sind es 124, 130 Euro. Und das wäre so mein Tipp. Etwa hier, wenn der, ich mach's mal, wir riskieren mal so 110 Euro. Es kommt nicht auf den Euro an. Ich rechne das jetzt nicht auf den Cent genau aus. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben eine Order platziert. Wir werden hier mitgenommen, wenn der Markt nach oben ausbricht und werden ausgestoppt, wenn der Markt wieder unter diese Unterstützung hier zurückfällt. Das ist deshalb sinnvoll, denn wenn der Markt hochgeht und zurückfällt, dann müssen wir damit rechnen, nach einem Fehlausbruch, dass er auch hier unten auf die 12.3 wieder zuläuft. Und eigentlich lieber bei 12.450 raus oder 12.449,5, wenn man es genau nimmt,
anstatt bei 12.300. Sie können, nur um es Ihnen nochmal zu zeigen, auch ein Profit-Target setzen. Das heißt, Sie sagen, okay, meine Gewinnerwartung ist wegen mir 2 zu 1. Legen wir mal hier oben hin. Ich mache es einfach mal hier. Ups, sorry, mein Fehler. Kaufstopp, ich habe jetzt den Kaufstopp versetzt. Den machen wir nochmal hier. So, aber Sie wissen, was ich meine. Muss aufpassen, wenn man falsch klickt, dann macht das Ding eben auch nicht das, was es soll. Hier Limit einfügen, das ist das Verkaufslimit. Und hier sehen Sie schon, das ist keine ganz schlechte Idee. Sie sehen, worauf ich hinaus will, dass ich mir das Stopplimit so etwa auf die Hälfte setze. Hier sehen Sie es, des Kauflimits. Das bedeutet, wenn Sie also davon ausgehen, Sie wollen 200 Euro verdienen, setzen Sie sich hier oben rein. Hier oben ist jetzt erstmal kein Widerstand, aber es ist etwas schwieriger jetzt zu bestimmen. Dann können Sie sagen, okay, ich setze meinen Stopp, riskiere die Hälfte von dem, was ich theoretisch gewinne. Das können Sie auch für Cent genau einstellen, wenn Sie möchten. Und dann können Sie das hier ganz einfach hin und her schieben. Diese Order liegen jetzt schon live im Markt. Und wenn der DAX jetzt hier hochkommen würde, würde das genau in diesem Bereich ausgeführt werden drin und automatisch die anderen beiden Ordern wären aktiviert. So Trade aus dem Chart finde ich sehr praktisch. Können Sie auch mit dem Limit machen, wenn Sie also was verkaufen wollen, hoch oder tief. Diese Orderarten sind auch erklärt. Wollte ich Ihnen nochmal zeigen, dass wir es einfach hier im Markt stehen lassen können. Nochmal, wenn Sie hier einsteigen wollen, immer, ich mache das absichtlich mit Order verändern, das können Sie auch abschalten. Wäre das jetzt mein ursprüngliches Szenario. Wir legen den Stopp unter die den Widerstand, den Ausbruch und sind erstmal mit 200 Punkten, 200 Euro zufrieden. Ist ja gleich 200 Punkte, wobei Sie das natürlich anpassen können. Nochmal, weil es wichtig ist, jeder Chart, der in der Nähe von Allzeithochs oder Langzeithochs ist, wie der DAX oder gleich die US-Märkte, hat natürlich per Definition nach oben keinen charttechnischen Widerstand. Also es ist schwierig, das Kursziel zu bestimmen. Gar keine Frage. Deshalb ist es nicht dumm, wenn man erstmal ein niedrigeres Kursziel nimmt und nicht gleich sagt, ich will jetzt 500 DAX-Punkte verdienen, sondern 200 DAX-Punkte. Der Markt stößt hier an. Wir nehmen den Gewinn automatisch mit. Und dann schauen wir, was macht der Markt? Steigt er weiter? Fällt er zurück? Dann können wir immer noch reagieren und aktiv im Markt sein. Ganz blöd wäre ja doch, ich übertreibe etwas, Sie setzen Ihren Stopp auf 1000 DAX-Punkte und das Ding dreht nach 500 DAX-Punkte und Sie gucken nicht drauf, dann haben Sie ruckzuck Ihre schönen 500 Euro verloren und dann nehmen wir doch lieber vorher weniger mit und reagieren dann. Das heißt, wenn es nach oben nicht klar ist, lieber in kleinen Schritten voran, als gleich 1000 DAX-Punkte reinhauen, sozusagen, gib ihm und dann erstmal nicht drauf gucken. Müssen Sie wissen, muss jeder selber wissen, nur ein Tipp. Und so können Sie das dann hier mit diesem ganz einfachen Mechanismus auch, Sie haben es gesehen, jederzeit anpassen, neu einsteigen. Wenn Sie jetzt kurzfristig handeln, dann interessieren Sie natürlich 200 DAX-Punkte erstmal weniger, die werden Sie intraday sowieso nicht mitnehmen. Also in den allermeisten Fällen. Jetzt gucken wir uns den Chart doch mal an. Damit es jetzt nicht, ich lösche die Order jetzt, damit es nicht so unübersichtlich wird. Ja, die steht jetzt hier live drin. Die war soweit klar, aber irgendwann erkennen wir gar nichts mehr. Denn wir gehen jetzt mal runter in der Zeitebene und schauen uns mal die 15 Minuten an. Was Sie jetzt sehen, sind die zwei Widerstände, Unterstützungen, die ich Ihnen eben gezeigt habe. Und was Sie hier zwischenfuddeln sehen, sind 15 Minuten Kerzen.
Was sagen uns die jetzt? Jetzt kommen die Trader von Ihnen ins Spiel. Sie sehen, der DAX bewegt sich noch. Xetra DAX ist zwar zu, aber IG bietet Ihnen noch über die Future-Märkte Korrelationen entsprechend und berechnet weiterhin den DAX. Sie können den jetzt noch handeln. Was sagt der uns jetzt im Trading-Bereich? Mach sie da mal groß. Wir sind heute, ich hatte es Ihnen gezeigt, seit 5:30 sozusagen im nachbörslichen Xetra-Handel, das ist er ja, kommen wir wieder zurück. Jetzt können Sie sagen, okay, ich shorte nochmal, würde ich Ihnen aber jetzt nicht mehr raten. Also im nachbörslichen Handel hängt der DAX natürlich ausschließlich von den USA ab. Es gibt ja kaum mehr eigene Volumen, was jetzt noch reingeschossen wird. Das Volumen geht über den Xetra-Handel und natürlich über die Future-Märkte. Aber auch die lassen vom Volumen her stark nach, wenn man sagt, die Kasse geschlossen hat. Also ab 5:45 ist im DAX dann oder 5:30. 5:45 ist der Schluss. Was können Sie aber morgen tun? Der nächste Short-Trade, der mögliche, sage ich immer, ist immer das bisherige Tief. Also würde ich mir das hier anschauen, wo immer das vielleicht heute auch dann letztlich schließt. Wenn also die USA uns ein bisschen weiter runterzieht, dann wäre ein Short Trade hier in dem Bereich 12.445 sind wir jetzt, 12.435 irgendwo hier unten, wäre dann die Idee mit einem Kursziel bei. Und auch da sind wir jetzt im kurzfristigen Bereich. Sehen Sie hier, sowas, ich zeichne es mal ein. Warum zeichne ich den Bereich ein? Nun, wenn der Markt hier runterkommt, sehen Sie hier die nächste massive Unterstützung. Kaufdruck, hatte ich Ihnen erklärt, Kaufdruck. Hier seitwärts Kaufdruck nach oben und zurück genau wieder in den Bereich. Also 12.425 bis 12.430 Punkte wäre das Kursziel nach unten. Das sind etwa 15 bis 20 Punkte im DAX. Das ist übrigens 15 bis 20 Punkte. Das ist genau der Bereich, den Sie so im 5-10-Minuten-Chart, wenn Sie im Viertelstunden-Chart erzielen können. Sie werden, wenn Sie Intraday handeln, in dem kurzen Zeitfenster selten mehr als 10 Punkte machen. Kann ich Ihnen versichern, im Schnitt sicher nicht. Das heißt, hier unten wäre Ihr Kursziel. Sollte der DAX, sollten Sie jetzt irgendwie hier short gehen und der DAX hier runterfallen, wäre, oder kann ich Ihnen nur raten, schauen Sie dann genau auf den Markt, ob der hier umkehrt nach oben, dann raus oder durchbricht, wenn Sie Glück haben. Und auch hier können Sie wieder das tun, was ich Ihnen eben gesagt habe. Sie könnten zum Beispiel jetzt einen Shortstop, sehen Sie hier, Verkaufsstopp links in Rot, reinsetzen, würden eingestoppt und können dann wieder, mittlerweile kennen Sie das, ich halte es nochmal exemplarisch, hier Ihren Stopp hier oben hinsetzen, das wäre der Verluststopp, und hier unten Ihren Kaufstopp. Und dann könnte man sagen, okay, hier in der Mitte, oder wenn Sie ein bisschen ängstlicher sind, hier verkaufen wir automatisch. Und Sie hätten eben Ihre Range definiert. Jetzt können Sie das noch runtersetzen. Jetzt sind so 10 Euro im Plus. Würden jetzt hier bei 8 Euro Verlust rausgehen. Könnte man nach unten noch ein bisschen ziehen. Sie sehen aber, was ich meine. Das ist ja so ein bisschen Glückssache auch. Muss nicht immer 2:1 sein. Aber so könnte man den Trade aufbauen und könnten jetzt hier stehen lassen. Soweit, ja, hier kommt noch eine Frage, genau. Die Handelszeiten übrigens werden gefragt, die finden Sie bei IG auf der entsprechenden Webseite. Für jedes Produkt finden Sie die entsprechende Handelszeit. Na, die ändert sich natürlich von Markt zu Markt. Hier sehen Sie, DAX prallt gerade wieder nach oben ab. Da warten wir nochmal mit dem Short.
Soweit zum DAX. Und was wir jetzt machen ist, wir gehen einfach mal weiter. Und weil ich den jetzt so ausführlich erklärt habe, ich leuchte auf den Tageschart. Hier sehen Sie übrigens, ne, klar, die Einstellung, Sie können wegen mir auch im Minutenchart handeln. Macht das jemand von Ihnen? Ich habe es mal versucht, ich habe es nicht geschafft. Minutenchart, ist es eine Kerze, eine Minute. Und jetzt sehen Sie, Sie können jetzt hier sogar in Richtung, wegen mir noch weiter Abprall nach oben handeln, mal hier 10 DAX-Punkte, mal 10 DAX-Punkte nach unten. Aber ich weiß nicht, wer das kann, das wäre ich gut. Denn man kann natürlich mit ganz kleinen Bewegungen auch gutes Geld verdienen, so ist es nicht. Aber es ist extrem stressig. Sie sehen es hier, Sie müssen halt ständig am Markt sein und auch kleine Bewegungen mitnehmen können. Ja, da nehmen Sie auch mal 5 bis 10 DAX-Punkte mit. Ich lösche jetzt die Order wieder, damit wir dann, ich glaube, das Prinzip ist aber klar. Im Pro Realtime hier oben können Sie den Limits einstellen. So, also bitte, wer die Minutencharts mag, wir gehen jetzt auf den Tageschart und zwar gucken wir uns doch mal die Schweiz an. Was sehen Sie? Dem DAX nicht unähnlich, oder? Die Schweiz. Ich mach's mal groß. So, das interessiert uns. Was da letztes Jahr war, ist für uns jetzt im Trading uninteressant. Uns interessieren die letzten markanten Widerstände und die letzten markanten Unterstützungen. Die Schweiz bewegt sich ähnlicher wie der DAX auf langfristige Hochs zu, ist sogar hier schon mal drüber. Wenn Sie Erinnerung haben, der DAX hatte hier noch ein höheres Hoch gemacht. Die Schweiz ist hier schon bereits auf diesem Hoch angekommen. Aber das birgt natürlich genau das Problem. Hier, massiv. Sehen Sie das? Das würde man als einen Fehlausbruch bezeichnen. Schuss nach oben, Crash nach unten. Also Crash ist übertrieben, aber ein klassischer Fehlausbruch. Was ist die kritische Zone? Die kritische Zone zeichne ich Ihnen mal hier ein. Sowas hier. Warum nehme ich die? Schauen Sie mal, Sie können sehr schön verfolgen, seit Juni schon, wie der SMI immer wieder hier in diesem Bereich hoch abgeprallt nach unten, hier wieder dran gestoßen. Sehen Sie genau in die Mitte, hier ganz massiv der Bereich, nicht drüber gekommen, abgeprallt nach unten. Hier sehen Sie auch den weiten Abstand. Der Kurs hat sogar die 200-Tage-Linie hier, die grüne, nach unten durchschlagen. Und ist von der 200-Tage-Linie wieder hoch. Und hier wieder ein Ausbruch, der sich als Fehlausbruch herausstellt. Hier unten auch ein Fehlausbruch jetzt gesehen. Und wir sind genau in der kritischen Zone. Was ist bullish, was ist bearish dabei? Zunächst mal, bearish ist natürlich, dass der Kurs wieder nach dem Ausbruch unter die Unterstützung, also diesen Bereich zwischen 10.000 und 10.100 Punkten gefallen ist. Bearish ist, und zwar wirklich sehr gut bearish, dass der Markt nicht weiter eingebrochen ist, sondern direkt hier gedreht hat in dem Bereich und wieder in die kritische Zone zurückgestiegen ist. Das heißt, wir haben hier tendenziell Kaufdruck. Noch würde ich hier nicht long gehen, weil ich noch kein Signal sehe, dass mir sagt, oh, jetzt müssten wir hier long und der Markt geht nach oben weg. Aber ein Crash-Szenario, wie wir es hier gesehen haben, ja, so im Juli hier dran gestoßen und dann reingebrochen, das ist hier im Moment nicht zu erkennen. Das ist schon mal gut. Noch eine Sache, auch was Sie hier sehen von den Indikatoren. Hier der MACD in der Mitte, der wechselt gerade die Farbe. Das heißt, er sagt gerade, oh Vorsicht, der Trend, der Aufwärtstrend, der grüne, nähert sich seinem Ende, könnte jetzt in den Abwärtstrend übergehen. Also leicht, ganz leicht rot. Der Oszillator, der sagt uns,
Der Trend fällt, aber sehen Sie das Crossover? Könnte wieder nach oben drehen. Der beschreibt für mich genau die Wellenbewegung. Ist aber noch im neutralen Bereich. Das heißt, als Fazit für den Markt kann man nur sagen, wir bleiben draußen. Wir haben noch von keinem charttechnischen Instrument ein Signal bekommen, weder long noch short. Jetzt wird auch klar, wo denn die Signale wieder sind. Achten Sie ganz besonders hier auf den Bereich hier um 9.950 Punkte. Ich mache es nochmal, weil der ist nämlich deshalb wichtig. Hier. Weil eben hier die Umdrehung, die Drehbewegung des Abwärtsimpulses stattgefunden hat. Wenn Sie also shorten möchten, dann warten Sie, bis wir hier in Richtung 9.900 fallen. Das ist noch ein Stück. Aber im Moment ist das hier ein neutraler Bereich. Ebenso nach oben. Schauen Sie, der Markt ist nach oben geschossen, zurückgeprallt. Auch hier gilt, wir haben hier so eine Pufferzone noch eingebaut. So. Sie können hier long gehen, theoretisch. Dann war hier der Schuss nach oben. Das würde ich jetzt als nicht so dramatisch bezeichnen, weil es nur ein Kurs war, also ein kurzer Schuss nach oben. Aber warten Sie doch auf die etwa 10.130. Ich zeige es Ihnen nochmal rechts immer in dem Gelben, was Sie sehen. Ja, da ist der aktuelle Cursor. 10.130 etwa. Das wäre so eine Triggermarke. Vorher würde ich nicht long gehen. Und wenn Sie jetzt gerne wieder hin und her traden möchten, dann könnten wir wieder in den 15-Minuten-Chart gehen. Ich mache es nur kurz. Und Sie sehen, ähnlich wie am DAX, die Abwärtsbewegung. Hier, ich mache jetzt nur aus Zeitgründen nicht jedes Mal die Linie rein. Sie sehen es aber hier, was ich meine. Wo der Cursor ist 10.000 und etwa 50, 55 Punkte hier, wäre der Short-Trigger. Also, die Methodik ist dann immer die gleiche. Schauen wir uns doch mal an, was unsere Freunde aus den USA machen. Wir schauen uns den S&P 500 an, hier als Tageschart wieder. Wir fangen mit dem Tag an. Also hier S&P US 500, Kassa steht hier oben 1 Euro. Das sind die Märkte, die ich am liebsten handle. Also deshalb habe ich hier den 1 Euro genommen. Sie können auch, IG bietet Ihnen auch 25 Dollar zum Beispiel pro Punkt oder 50 Dollar pro Punkt im US 500. Das wird sehr schnell sehr teuer. Da müssen Sie schon ein großes Konto haben. Ich empfehle Ihnen jetzt ganz grundsätzlich mal kleinere Märkte wie den 1-Euro-Markt. Also das heißt, ein Punktänderung im S&P 500 wäre 1 Euro. Und lieber mit der Anzahl der Kontrakte zu spielen. Also wenn Sie 10 Euro pro Punkt gewinnen wollen, dann nehmen Sie 10 Kontrakte und können dann entsprechend auch Teilverkäufe tätigen oder sind flexibler einfach in der Gestaltung. Also wenn Sie gleich mit 25 Punkten oder 25 Euro pro Punkt anfangen. Von daher sind meine Lieblingsmärkte immer die 1-Euro-Märkte. Und dieser Markt hier, der S&P 500, der ist vor einem ganz, ganz, ganz wichtigen Hoch, wie Sie es hier sehen. Nicht nur, weil das Allzeithoch ist, sondern eben auch, weil das der führende Markt, der weltweit Leading Indicator ist. Wenn der S&P 500 fällt, dann steigt der DAX nicht. Das heißt, wenn der Markt jetzt hier abprallt, der S&P 500, dann brauchen wir uns auf neue Hochs beim DAX nicht zu freuen, auch beim SMI nicht, sondern dann wird auch in Europa werden die Märkte fallen. Deshalb ist es wichtig, dass wir gucken, was macht der S&P 500. Und in der Kürze der Zeit, ich brauche gar nichts mehr sagen, Sie sehen es wieder selber. Ja, ganz klar definiert die Hochs hier 3025 etwa, 3030. Davor würde ich auf keinen Fall long gehen, sondern eher mit einem Rücksetzer rechnen. Noch ein wichtiger Hinweis.
Ich hätte es beim DAX nochmal zeigen sollen. Ich gehe nochmal zum DAX zurück. Achtung, weil das jetzt wird jetzt hier extrem wichtig auch. Ich zeige Ihnen was am DAX, was immer auch beim SMI oder beim S&P 500 jetzt passieren kann. Vergessen Sie, was das hier ist. Aber schauen Sie mal, denken Sie, heute wäre hier. Sehen Sie, was ich meine? Es wird immer passieren, wenn Sie einen Ausbruch aus einer Seitwärtsrange haben oder über einen Widerstand wie den hier, dass der Markt ausbricht und eine Zeit lang erst seitwärts läuft. Okay? Hier sehen Sie es genau. 1, 2, 3, 4, 5 Tage. Am fünften Tag ist er erst richtig gestiegen. Am vierten Tag danach ist er nochmal zurückgekommen aus Ausbruchsniveau. Hier, diese rote Kerze. Und das gilt für alle Märkte. Wenn es also so sein sollte, dass Sie mal nicht in den Markt kommen, ja, weil Sie kein Limit gesetzt haben, kein Stop-Buy-Limit in diesem Falle, wie ich es Ihnen gezeigt habe, dann können Sie immer noch hoffen, dass in den nächsten Tagen der Markt zurückkommt und Sie nochmal eine Second Chance zum Einstieg kriegen. Ganz wichtig, laufen den Kursen nicht hinterher. Es kann nämlich sehr leicht sein, dass so ein Ausbruch zu einem Fehlausbruch wird. Ja, und dann sind Sie froh, wenn Sie nicht hinterhergelaufen sind. Also, Sie können ganz bewusst auch sagen, ich warte nach einem Ausbruch auf den Rücksetzer. Als Strategietipp. Wiederhole, Sie können sagen, jetzt auf dem S&P 500 nochmal, nachdem ich das Beispiel gezeigt habe, Sie können sich hier reinsetzen, wie ich es eben gezeigt habe, und sich mit dem Ausbruch einstoppen lassen, sagt man. Was Sie auch machen können, und das kann man leider nicht vorhersagen, der menschlichen Prognosekraft sind da Grenzen gesetzt, Sie können auch sagen, ich warte, bis der Ausbruch passiert ist, und dann warte ich auf den Rücksetzer in die Ausbruchszone, also meine zwei Linien hier, und wenn der Markt dann irgendwo dreht, das sehe ich dann, noch kann ich es nicht prognostizieren, aber man sieht, wenn er dreht, gehe ich in der zweiten Chance rein. Vorteil davon, wenn Sie einen Fehlausbruch haben und hier reingestoppt werden, sind Sie eben nicht drin. Beispiel Schweiz. Sehen Sie das hier? Deshalb komme ich nochmal drauf zurück. Wenn wir hier eingestoppt worden wären, dann wären wir in dem Fehlausbruch drin und hätten hier einen Loss gehabt, einen Verlust. Wenn wir den Rücksetzer abgewartet hätten, den ich eben erwähne, dann sehen wir jetzt die Drehung und könnten uns dann hier neu positionieren oder auf den zweiten Ausbruch warten. Erfahrungsgemäß gelingt dann der zweite Ausbruch eher, wenn Kaufdruck drin ist. Jetzt werden Sie natürlich fragen, wie kann ich das vorher wissen? Ich enttäusche Sie jetzt und sage gar nicht. Wenn wir das nämlich vorher wissen würden, wären wir alle Milliardäre, weil wir würden nie wieder einen Fehltrade machen. Das ist Illusion. Fehltrades wird es immer geben. Es ist, sage ich Ihnen ganz offen, auch Glückssache. Das ist einfach so. Ich kann Ihnen nicht vorhersagen, ob der Markt, also der S&P 500 nach oben durchbricht oder ob er ausbricht und einen Fehlausbruch macht. Das kann kein Mensch der Welt sagen. Aber diese zwei Trading-Techniken gibt es. Wenn Sie sie kombinieren wollen, stellen Sie sich hier rein. Ja, das erfordert ein bisschen Disziplin. Und wenn der Markt zurücksetzt, wie ich Ihnen gezeigt habe, lassen Sie sich ausstoppen, haben dann erstmal einen Verlust, beobachten aber genau, ob er dreht und sind dann auch bereit, schnell wieder reinzugehen. Also sehr trading-aktiv. Ich kann nachvollziehen, das ist mir auch oft genug gegangen, die schwierigste Entscheidung ist, nach einem Verlust, den man gemacht hat, wieder in den Markt zurückzugehen. Also Sie haben ersten, hier sind Sie raus in dem Szenario und einen Tag später oder zwei Tage später steigt der wieder. Dann müssen Sie wieder rein, nach der Theorie. Aber das ist psychologisch schwierig, ich weiß das. Ich mache das auch seit 30 Jahren, schaff's auch nicht immer, denn dann denkt man, oh, ich hab gerade Verlust gehabt, jetzt schon wieder rein, das erfordert den größten Mut. Deshalb, wenn Sie diesen dann nicht haben, könnte man sagen, okay, wir setzen uns nicht hier oben rein und werden auch von Fehlausbrüchen dann nicht mitgenommen. Aber eine Garantie gibt es. Eine Garantie gibt es keine. Niemals beim Traden.
Und noch zum Abschluss für diesen Markt hier, für den S&P 500, die Unterstützung, die wichtige, ist in dem Bereich. Und schauen Sie mal, was fällt Ihnen auf? Gucken Sie mal auf die Schatten, die unteren. Extrem bullisch, ne? Hier, runter hoch. Der hier, gestern, runter hoch. Heute, der handelt ja noch, der S&P, im vollen Umfange. Runter erst und jetzt schon wieder grün, und zwar deutlich grün. Wenn der hier weiter hochsteigt, dann zieht der morgen unsere Märkte mit. Dann werden Sie auch keinen Short für den SMI oder für den DAX morgen kriegen. Dann werden die weiter nach oben gehen. Und das könnten wir jetzt auch im Viertelstundenchart anschauen. Spare ich mir jetzt, weil Sie können sich denken, die Trading-Szenarien sind die gleichen. Immer genau definiert, wo wir long und wo wir hier unten short gehen sollten. Ich würde eine aktive Short-Position im Tageschart hier nicht unter 2,9 oder über 2,9 eingehen, eher in den Bereich. Sie sehen es immer wieder, der Kaufdruck hier. Das macht mir für eine Short-Position eher Angst. Achten Sie auf diesen Bereich. Okay? Ich glaube, hier sehen Sie es sehr, sehr deutlich. Schillersbrunner da unten, Schuss nach oben. Hier rein, hoch, rein, hoch, rein, hoch. Genau dran und hoch. Das ist massiv. Wenn es hier drunter geht, hier unten reinstellen. Aber nicht, auf keinen Fall hier innerhalb der von mir markierten Zone um 2980 Punkte. Würde ich Ihnen nicht empfehlen. Hier, ich beantworte gerne Ihre Fragen. Hier fragt jemand, wie lange halte ich die Positionen? Also wenn im Tageschart ist das unbestimmt, weil ich setze mir dann in der Tat ein Profit-Target oder schiebe die Stopp entsprechend nach. Ich habe keine Zeitlimit. Das heißt, ich sage nicht, ich gehe nach so und so vielen Tagen raus. Ich sage, ich habe dann entweder hier oben ein Target von ein paar hundert Punkten oder 100 Punkte, wie es eben im DAX gezeigt hat. Und wenn die erreicht sind, gut. Und wenn das eine Woche dauert, bin ich eine Woche drin. Wenn es 2 Wochen dauert, 2 Wochen. Solange ich nicht ausgestoppt werde, natürlich. Ja, also das zeigt sich dann. Wenn man im 5-Minuten-Chart handelt oder im 10-Minuten-, Viertelstunden-Chart in dem Bereich, ist natürlich ein ganz anderes Thema. Da hat man engere Stops. Da wird man zwangsläufig schneller ausgestoppt. Entweder man nimmt den Gewinn mit oder wird ausgestoppt. Das kann dann ein paar Minuten sein. Das ist auch schon passiert. Rein, Kurs geht gegen einen, 3, 4 Minuten später ist man wieder draußen. Das ist dann der Intraday-Handel. Noch Fragen? Forex-Markt, kommen wir gleich. Jawohl. Forex, genau dasselbe übrigens, ja. Die Charts sind ja gleich. Handelszeiten im Forex-Markt sind etwas anders, das ist richtig. Also auch wird ja rund um die Uhr gehandelt. Euro-Dollar, den handeln Sie in Asien eben, wenn wir schlafen. Das ist klar. Aber im Prinzip ist von der Technik her, wende ich das Gleiche an. Wenn Sie mehrere Tage handeln, wird nach dem Future gefragt. Ja, natürlich können Sie auch machen. Ist eine Preisfrage, ne? Sie können ja direkt den Future handeln, Sie können CFDs handeln. Also ich handle prinzipiell diesen 1 Euro. CFDs, wenn ich sowas handle, ist für mich eigentlich das Passende. Aber das hat nichts zu sagen. Sie kriegen über IG ja die verschiedensten Instrumente, verschiedenste Märkte, die Sie dann handeln können, je nach Gusto. Hier fragt jemand nach dem Stop-Loss. Ja, sehr gut. Ich sage mal so, die Frage ist, ob man immer einen Stop-Loss setzen soll. Ich würde es tun. Was ich allerdings mache, ist Folgendes. Wenn ich vor dem Schirm sitze, was Sie, wenn Sie im 5- oder 10-Minuten-Chart handeln, immer tun sollten, dann lege ich den Stopp ziemlich tief, so als Katastrophenstopp, wenn mal was schief geht, bin aber am Markt und entscheide dann ein bisschen diskretionär, ob ich rausgehe oder nicht. Das erfordert aber auch Disziplin. Ja, Katastrophenstopp heißt, ich setze den 30 Punkte runter. So lange lasse ich es nie gegen mich laufen, Intraday. Aber nur mal angenommen, mein Rechner fällt aus. Alles stürzt ab und ich komme nicht mehr raus. Dann weiß ich, mehr als 30 Euro kann ich nicht verlieren, mehr als 30 Punkte
pro Kontrakt. Ja, Notfallstopp. Wenn Sie das nicht wollen, würde ich unbedingt empfehlen, einen Stopp zu setzen, wie ich es eben gezeigt habe. Ja, mit dem hier Limit, je nachdem, wie Sie die Order aufmachen wollen, als Stop-Buy, Stop-Sell und nach oben den Stopp dann und nach unten das Profit-Target oder auch laufen lassen. Aber niemals, niemals ganz ohne Stopp arbeiten. Und wenn es ein Katastrophenstopp ist, der wegen mir weit entfernt ist, wenn der Rechner abstürzt oder was auch immer passiert. Okay. Oder eben nachziehen dann. Also ich arbeite nie ohne irgendeinen Stopp, der dann wirklich im Markt schon platziert ist. Ja, nicht denken, sondern der dann wirklich drin steht. Forex-Märkte wurden schon angesprochen. Ich hatte Ihnen versprochen, wir gucken uns auch die Währung an. Wir gucken nochmal Euro-Dollar natürlich an jetzt. Und dann gucken wir uns auch nochmal die Rohstoffe an. Und was ist da in Rohstoffen spannend? Natürlich Öl. Die Ölpreise. Aber Euro-Dollar ist für viele von Ihnen ein Hauptmarkt. Ich handle ihn auch. Und wir gucken uns auch mal täglich an. Was sehen Sie? Der Euro fällt weiter vor sich hin. Übergeordneter Abwärtstrend. Ich glaube, da brauchen wir nicht diskutieren. Der Euro ist in einem Abwärtstrend. Da sehe ich auch noch keine Umkehr. Sie sehen es deutlich. Der beschreibt, diese Linie beschreibt den Abwärtstrend sehr schön. Wir stoßen dran, aber wir schaffen es nicht drüber zu kommen im Euroraum. Und ohne große Worte, glaube ich, sind wir uns einig, dass wir hier natürlich bei 1,11 den Bereich hier den Widerstand haben. Das hat sich auch rumgesprochen. Das ist jetzt auch kein Geheimnis. Da prallt der Euro im Verhältnis zum Dollar immer wieder ab, wie Sie hier sehr schön sehen. Und hat es mal geschafft, fällt er runter. Hier gerade wieder gescheitert. Der letzte Angriff vor ein paar Tagen auch gescheitert. Alles noch im Abwärtstrend. Ich würde den Euro im Moment nicht long gehen. Sehe ich keine Veranlassung zu. Es sei denn, wir finden hier uns wieder auf dieser 11,10, also 1,10,00. Also noch 45 Pips runter, hier wieder aufsetzend, dann wird spannend. Dann ist nämlich die Frage, ob der Euro wieder hier abprallt nach oben. Aber noch ist es eher ein übergeordnetes bärisches Szenario, ganz klar, schon weil der Aufwärtstrend oder der Abwärtstrend noch nicht nach oben durchbrochen ist. Seien Sie vorsichtig mit Long-Positionen im Euro. Ich sehe eher dann die Möglichkeit, nach so einem Hoch wie hier Short zu agieren als Long. Brent ist ja eine ganz heiße Sache im Moment. Schauen Sie sich das an. Das hat es ja, glaube ich, wenn man die Kommentare liest, noch nie gegeben oder scheint ewigen Zeiten nicht mehr, dass der Ölpreis an einem Tag so explodiert. Das war ja bis zu 20% im Maximum. Hier war das Gap. Sie haben es mitgekriegt. Am Samstag die Drohnenangriffe auf die saudische Firma Aramco, auf die Öltanks. 5% des Welthandels, täglichen Welthandels, wurden quasi aus dem Markt genommen. Was ist passiert? Nichts. Witzigerweise, schauen Sie mal, der Ölpreis notiert jetzt wieder und wir sind hier im Bereich Brent, ja. Übrigens auch den 1-Euro-Kontrakt, das ist der Preis in Dollar. Aber wenn jetzt 1-Dollar-Anstieg-Abfall passiert, dann geht es hier für uns im Trading um 1 Euro. Also ich mache das auch in diesem Markt sehr gerne, weil man das dann schön skalieren kann. Das müssen Sie aber wissen. Ich finde es immer sehr angenehm, dann mit 1 Euro kann man gut rechnen, man kann die Kontraktanzahl erhöhen, reduzieren, man ist sehr flexibel. Und was ist passiert? Ja, nix, ne? Wenn man es genau nimmt jetzt. Wir waren hier, der Preis ist sowieso gefallen, dann ist er hier explodiert mit einem riesen Gap, aber kommt jetzt eigentlich da wieder auf dieses Zwischenhoch, setzt er wieder auf. Na schön. Was Sie übrigens sehen, diese Zahl, das sind dann 63,95 Dollar, ne, pro Barrel, 63,95 Dollar.
Und das ist auch schon zum Öl zu sagen. Ich würde vorsichtig sein jetzt im Öl, auch mit Long-Positionen. Ob denn der Markt, der heute übrigens gestiegen ist, na, das ist heute, der erstaunlicherweise steigt der wieder. Ich weiß gar nicht warum. Denn an der grundsätzlichen Situation hat sich nichts geändert. Was vielleicht wichtig ist, man beurteilt ja immer auch die konjunkturellen Aussichten nach dem Ölpreis oder wann wird der Ölpreis eine Gefahr für die Korrektur. Von JP Morgan Analysten, also der Investmentbank JP Morgan, kommen heute ein Kommentar raus, dass erst wenn der Brentpreis auf etwa $80 steigen würde, das ist hier oben, das ist weit weg, das ist hier, dann würde es eine Gefahr für die konjunkturelle Entwicklung der Unternehmen geben. Also erst dann würde das nachhaltig auf die Aktienmärkte durchschlagen, so sein Kommentar. Da sind wir weit von entfernt, da werden wir auch so schnell nicht hinkommen, weil das Thema Öl hat sich erledigt. Es sind andere wie die USA, Russland, die einspringen. Also es wird kein Shortage am Ölmarkt geben. Schon deshalb auch nicht, weil Öl sowieso hier, und das sehen Sie hier, das ist das Entscheidende, schon tief gehandelt wurde. Da hat sich am letzten Monat auch nicht viel getan, weil einfach die Nachfrage nicht da ist und die Lagerbestände noch hoch sind. Der Schock, den wir hier sehen, wurde bereits wieder abgebaut. Ich würde Öl nicht long gehen, würde nicht jetzt auf steigende Ölpreise setzen. Eher nochmal, wenn wir hier drunter fallen, dass das Gap hier vielleicht zugeht, ja, oder hier in den Bereich kommen. So, hier nochmal, das wollte ich Ihnen noch zeigen. Ja, dieser Boden, den wir die ganze Zeit gesehen haben im Öl. So um $58. Hier ist er. Na, das wollte ich Ihnen noch zeigen. Ganz offensichtlich ist es ja so, dass hier sich ein stabiler Boden gebildet hat. Ich denke, schlimmstenfalls kommen wir wieder da zurück. Aber ich sehe jetzt keinen, auch wenn das heute hier kurz angezogen ist, aber auch vom Hoch wieder zurückgekommen, das war hier, würde ich eher Öl shorten, wenn wir hier drunter gehen, als hier auf einen weiter steigenden Ölpreis setzen. Ja, damit sind wir auch schon am Ende der Stunde. Wir sind die Aktienmärkte durchgegangen, Währungsmärkte und den spannenden Rohstoff Öl. Natürlich gibt es noch 100 andere Märkte, die wir gern dann bei anderer Gelegenheit im nächsten Webinar durchgehen können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Fragen. Hoffe, Sie haben ein paar Ideen mitnehmen können, wie man vielleicht rangeht, auch mal, wie man so eine Plattform bedient, wie einfach Sie hiermit traden können, aus dem Chart heraus. Ich mache das selber sehr gerne. Sie sehen, ich habe hier fleißig hin und her geschoben. So kann man schnell seine Limits verschieben, seinen Entry und sein Profit-Target verschieben. Und die Indikatoren hier helfen mir nur sekundär. Ich persönlich schaue eher hier auf die Chartdynamik, auf die Kursdynamik, auf die Schatten und an die Marke, die Unterstützungen und Widerstände anbieten. Ich gebe damit, wünsche Ihnen einen schönen Abend und gebe jetzt zurück wieder zu IG Markets, sozusagen zur Regie. Tschüss von meiner Seite. So, ich hoffe, Sie können mich wieder alle gut hören. Ich darf mich auch nochmal ganz herzlich bei Herrn Dr. Bauer bedanken für das spannende Webinar und auch natürlich Ihnen allen für Ihre Teilnahme. Bevor Sie allerdings jetzt sich in den wohlverdienten Feierabend verabschieden, dürften wir Sie noch ganz kurz bitten, an unserer Umfrage teilzunehmen. Die wird jetzt gleich hier eingeblendet. Das wird einfach 1, 2 Minuten dauern. Sie können dort uns kurz Feedback geben, weil für uns ist ja natürlich auch wichtig zu wissen, wie war es denn jetzt eigentlich für Sie? Wie hat es Ihnen gefallen? Was können wir vielleicht nächstes Mal noch besser machen? Oder welche Themen würden Sie sich wünschen? Geben Sie uns einfach kurz Bescheid. Wir freuen uns, wenn Sie sich zum nächsten Webinar auch wieder anmelden oder auch zum nächsten Seminar. An der Stelle auch noch kurze Werbung in eigener Sache. Wir werden im Oktober eine Roadshow in Zürich, Genf und Basel haben, also ein Seminar letzten Endes, auch mit einem Profi-Trader. Sie dürfen sich dazu gerne bei uns anmelden, entweder über die Academy oder auch über unsere Webseite. Wenn Sie an der Umfrage teilgenommen haben, darf ich Ihnen einen schönen Abend noch wünschen.
Besten Dank für die Teilnahme.